SPÖ-Club Obmann Michael Ritsch. Ab heute ist es fix, es wird den ersten Vorarlberger Untersuchungsausschuss geben, der im Mai das erste Mal zusammentreten wird. Was versprechen Sie sich von diesem Untersuchungsausschuss zum Thema Hypo? Also wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir diesen Antrag einbringen sollen, weil zum einen gehört die Bank der Vorarlberger Bevölkerung, also 76% sind im Eigentum des Landes Vorarlberg. Zum anderen geht es mir auch darum, dass sehr viele Mitarbeiter bei der Hypo arbeiten, Familien, und natürlich es nicht fein ist, wenn die Hypo laufend in der Öffentlichkeit steht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir auch als Politiker eine Verantwortung, die Sache aufzuklären. Und ich habe extrem viele Anrufe, Zuschriften von Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern bekommen, die gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass eine Handvoll Menschen da über irgendwelche Briefkastenkonstrukte Geld versteckt und die Hypo macht da mit. Und das muss man doch aufklären. Und ich denke, auf was soll man noch warten, wenn es darum geht, die Aufsichtspflicht des Landes und die Aufsichtspflicht des Eigentümervertreters, nämlich des Herrn Landeshauptmann, in dieser Frage zu klären. Und das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, irgendwelche rechtlichen Verfehlungen zu klären, sondern unsere Aufgabe ist es, die politische Verantwortung des Eigentümervertreters, der Aufsichtsräte im Zusammenhang mit diesen Briefkastenkonstrukten zu klären. Nun war die Causa Hypo nun auch schon Thema im Landtag, auch schon in Ausschüssen. Warum braucht es hier nun extra noch einen Untersuchungsausschuss? Also das Problem der Kontrollausschüsse des Vorarlberger Landtags sieht man am Beispiel Hypo und Häusle sehr gut. Vor einem Kontrollausschuss des Landtages, da muss niemand kommen. Und da hat man auch keine Wahrheitspflicht. Und es war auch in der Häusle-Geschichte so, dass die einfach alle nicht gekommen sind. Und bei der Hypo war es eigentlich so, dass sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende als auch zwei Vorstände zwar gekommen sind, die Antworten aber dahin gingen, so quasi, ja, einen FMA-Bericht euch vorzulegen, das wäre ja noch schöner. Also es war einfach so dieses Bewusstsein, das geht euch alles nichts an. Das war mir ein bisschen zu viel, weil ich denke, das geht die Politik sehr wohl was an, wenn da offensichtlich irgendwelche Geschäfte gemacht wurden, die vielleicht rechtlich legal sind, aber für mich persönlich moralisch und ethisch nicht legal sind, weil eine Bank in der öffentlichen Hand muss andere Grundsätze haben wie eine Bank, die ausschließlich privat ist. Da finde ich es zwar auch nicht korrekt, aber da können wir nicht mitreden, da können wir nur die Gesetze ändern. Und der Herr Altlandeshauptmann Sausgruber hat eigentlich 2009 sehr klar gesagt, die Hypo Vorarlberg darf keine solchen Geschäfte mehr machen. Und jetzt muss man klären, wieso wurden die Geschäfte offensichtlich weitergemacht? Wer wusste davon? Wieso hat man die Geschäfte nicht beendet? Und ich sage immer, die Mitarbeiter müssen sich bei ihren Vorständen bedanken, dass es jetzt so weit gekommen ist. Also nicht die Schuld auf uns abwälzen. Wir haben die Verantwortung, wir sind der Bevölkerung verpflichtet, dass solche Geschichten aufgeklärt gehören. Und das kann man halt leider nur im Rahmen eines Untersuchungsausschusses machen, weil, wie gesagt, Wahrheitspflicht, man muss vorbeikommen. Es gibt einen Verfahrensanwalt, also das ist nicht so wie bei normalen Landtagsausschüssen. Als Antragsteller wird die SPÖ diesen Ausschuss vorsitzen. Sie sind die kleinste Fraktion, Sie werden damit quasi ganz allein in diesem Ausschuss sitzen von Seiten der SPÖ. Sie haben nun 15 Monate Zeit. Vergleichbare Untersuchungsausschüsse mussten in dieser Zeit einen Bericht vorlegen, der mehrere hundert Seiten umfasste. Ist da die SPÖ nicht, bös gesagt, zum Scheitern verurteilt, in dieser kurzen Zeit so viel Arbeit? Das kann natürlich passieren, dass das Ganze uns überfordert. Es kann passieren, das gebe ich zu. Wir haben nur einen Sitz im Untersuchungsausschuss. Wir haben im Landtagsclub zwei Ganztagsmitarbeiter und eine 80%-Mitarbeiterin im Büro. Also der Personalaufwand sehr bescheiden, so wie in Vorarlberg, immer sehr schmal. Und das geht auch bei der normalen Landtagsarbeit sehr gut. Aber jetzt beim Untersuchungsausschuss wird das sicher sehr viel Arbeit werden. Da werden wir auch Gespräche führen müssen, dass wir vielleicht einen zusätzlichen Mitarbeiter bekommen, der das Ganze besser aufarbeiten kann. Also das wird alles nicht so einfach. Und natürlich habe ich Respekt vor der Aufgabe und auch ein bisschen Angst. Aber ja, man muss es jetzt halt tun. Und am Ende kann man beurteilen, ob es gut war oder ob es schlecht war. Ich werde mich bemühen, das Beste zu geben. Sie haben auch die Möglichkeit, die Direktorin des Landesrechnungshofes sowie auch den Landesvolksanwalt zum Teil dieses Untersuchungsausschusses zu machen. Das haben Sie auch vor. Was versprechen Sie sich davon? Also wir werden gleich zu Beginn, werde ich ersuchen, dass der Herr Landesvolksanwalt Magister Bachmeier-Heder und die Frau Landesrechnungshofsdirektorin Frau Dr. Brigitte Eckler-Bagehr ständige Mitglieder dieses Ausschusses sein sollten, weil ich der Meinung bin, dass die Organe des Landtages und Volksanwalt und Rechnungshof sind zwei der wichtigsten Organe, die der Landtag hat. Wenn es um Kontrolle geht, um Bürgerrechte geht, dann sollten die dabei sein und wir können dann gewisse Prüfagenten auch an die Mitarbeiter des Landes
Landesrechnungshofs und der Volksanwaltschaft auslagern und sie ersuchen, gewisse Teile intensiver zu betrachten. Da sitzen auch Juristen, die kennen das Geschäft, die sind den ganzen Tag oft mit Zahlen auch beschäftigt. Und ich glaube, gerade in dieser Frage braucht es solche Menschen, die genau wissen, wo sie hinsehen müssen, weil das Bankenrecht ist kein einfaches. Im Untersuchungsausschuss selbst wird die Platzvergabe nach der Platzvergabe im Landtag gemacht, sprich die ÖVP stellt den halben Untersuchungsausschuss. Wird dies aus Ihrer Sicht einen Einfluss haben auf die Arbeit im Untersuchungsausschuss? Naja, ich hoffe, und das ist meine wirkliche Hoffnung, dass auch die Vertreter der ÖVP Interesse daran haben, dass man die Geschichte aufklärt. Also das ist meine Hoffnung. Es ist in der Tat so, dass von den 14 Ausschussmitgliedern 7 von der ÖVP gestellt werden, 4 von den Freiheitlichen, 2 von den Grünen, einer von uns und keiner von den NEOS drinnen sitzt. Und die ÖVP mit 7 von 14 einiges blockieren kann. Also zum Beispiel, wenn ich gerne hätte, dass die Ausschusssitzungen öffentlich sind, kann die ÖVP mit ihren 7 Mitgliedern das blockieren. Aber nur jemand, der was zu verstecken hat, blockiert eine Öffentlichkeitsmachung von solchen Sitzungen. Die Zuladung von Auskunftspersonen und Zeugen ist ein Minderheitenrecht. Also das kann die ÖVP nicht blockieren. So gesehen hat sie schon Möglichkeiten, aber ich hoffe, dass auch die ÖVP Interesse an Aufklärung hat.